Aber wenn sie die jetzt wieder nicht anzündet. Mach das doch. Wo ist jetzt dein Problem? Verschwende es doch nicht. Ach nö. Ich hasse Gamebugs. Alter, what is happening? Ich will den Text lesen. Ich kann den Text nicht lesen. Ja, da war wohl irgendwo ein Problem. Ich konnte den Text nicht lesen. Ich möchte den Text aber lesen. Unos momentos. Also, auch in diesem Spiel haben wir gerade einen Gamebug entdeckt. Und zwar unser eigentlicher Text und Screen. Die ist offensichtlich mal da und mal nicht da. Ich probiere es jetzt mal zu lesen. Tasi Trianon, hochschwanger allein und sich allmählich in ein Monster verwandelnd, versucht, eine Wüstenstadt und die Überlebenden ihrer Expedition zu erreichen. Sie ist in einer Ruine tief unter den Dünen gefangen. Sie muss entkommen und weiter kann ich nicht lesen. So, das hat ja jetzt schon mal gut funktioniert. In diesem Sinne, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen hier in meinem absoluten zauberhaften, wunderbaren Chaos. Und heute auch noch in einem Urlaubstag. Ich bin gerade vielleicht ein bisschen komisch drauf, weil zum einen mir Corona ein wenig zusetzt. Und das macht mich ein wenig ballerballer im Kopf. Zum anderen habe ich gerade etwas Süßkrams und Chips bzw. Nachos gemampft. Und das bekommt mir auch über dich. Da bin ich aber so ein bisschen wie drauf. Ich hoffe trotzdem, es wird sehr amüsant. Ich habe ein bisschen Angst, weil wir haben das letzte Mal ja schon gesehen, der ursprüngliche Weg nach oben, wo wir ja eigentlich hinwollen, weil wir jetzt hoffentlich vielleicht das Portal aktivieren können, ist natürlich versperrt. Wie sollte es auch anders sein? Und so schön diese Statue hier aussieht, so haben wir auch das letzte Mal nämlich hier schon einen Ghoul gewittert. Und ich fürchte ja, dieser jede welche wird uns heute ganz schön ordentlich auf Trab halten. Und jetzt höre ich auf, drumherum laber zu rabarbern. Wir gucken einfach mal kurz in unsere Aufgaben. Und ich wünsche euch damit hoffentlich viel, viel Spaß. Ja, da seht ihr es nämlich. Wir haben tatsächlich ja beide gefunden gehabt. Eine haben wir noch bei uns, die wir einsetzen müssen. Und müssen jetzt irgendwie nach oben kommen. Ich habe ein wenig Angst. Eigentlich möchte ich ja, wenn es nach mir geht, gar nicht weiterlaufen. Aber wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Ja, genau hinter dieser Tür. Da will ich gar nicht rein. Siehst du, sie kriegt jetzt schon Angst. Ich möchte da nicht rein. Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Ich weiß, irgendwo ist ein Ghoul und er wird mich erschrecken und ich werde Lappenöl einsammeln. Hallo? Wie komme ich da ran? Hatte ich nicht irgendwie noch mal was zum Einsammeln? Gab's hier nicht noch mal irgendwie einen Mauszeiger oder sowas? Irgendwas in diesem Spiel ist ein wenig seltsam. Ich kann das nicht einsammeln. Habe ich keine Hände mehr? Wo sind meine Hände? Wer hat meine Hände geklaut? Gab's in diesem Spiel nicht mal Hände? Normalerweise. Also. Irgendetwas ist hier ein wenig seltsam, meine Freunde. Wir sehen uns gleich wieder. Ich starte das ganze Game nochmal neu. Irgendwas ist komisch. Gucken wir jetzt mal. Also, wir nennen es einfach mal den Cyberpunk-Bug. Das wäre jetzt ein bisschen arschig. So, wir testen es hier oben an. Haha, so Freude. Also irgendwas war kaputt in diesem Spiel. Okay, wir fragen natürlich erstmal, wie es dem Baby geht. Entschuldigung für den Struggle am Anfang. Aber was willst du machen? Also wird jetzt einfach den Cyberpunk-Fluch. Ich weiß, ist so ein bisschen fies, weil wir damit ja eigentlich auch so ein bisschen auf diesem Spiel herumhaten, was ich ja gar nicht will. Oh, oh. Oh, ist die Tür zugefallen? Kann ich den Riegel hier auch vorschieben?
Das heißt zumindest, ich kann nicht mehr zurück, ne? Ist das ein Messer? Ach, my lovely ones. Ich habe ja jetzt schon keine Lust. Zünde es doch an! Wo war jetzt dein Problem, Mädchen? Zünde es doch an! Nein! Siehst du, irgendwas ist extrem. Was ist da los gewesen? Siehst du das? Also, irgendwas ist ja ein wenig nicht so, wie es sein soll. Aber hier haben wir jetzt auch wieder diese roten Stellen. Also, lassen wir uns von dem ganzen... Guck mal. Ich vermisse... Ich vermisse so ein bisschen was. Da war jetzt auch kein Türsymbol. It's dark, Mama. It's so dark. Oder hatte das Spiel irgendwie ein Update, von dem ich nichts mitbekommen habe? Weil wir haben ja, vielleicht erinnert ihr euch dran, immer wieder so ein kleines Türsymbol gehabt, was ja jetzt gar nicht aufgetaucht ist. Vielleicht ist es auch gar nicht klug, wenn wir das jetzt einsetzen. I'm not sure about this little one. She led us this way. I just hope there's another way back to the portal. Aber jetzt haben wir den Punkt auch. Also irgendwas, vielleicht lag es an der Szene auch. Ich habe keine Ahnung. Egal, lassen wir uns davon nicht stören. Wir machen einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Ach Mann! Komm! Hat sie verlernt, Flammen anmachen. Und auch hier haben wir wie überall wieder so eine Fackeln. Ich vermisse einfach die Hand. Weißt du das? Normalerweise hat es uns immer angezeigt, wenn wir gewisse Sachen hochnehmen konnten. Das verwirrt mich ein bisschen. Ich tippe ja einfach darauf, dass dieses Game vielleicht irgendwie ein Update hatte, von dem ich nichts mitbekommen habe. Frechheit, Skandal. Also, wir hätten... Beim Lampenöl sollten wir vielleicht nochmal was auffüllen. Ja, okay. Ich will auch nichts übersehen, aber ich fürchte ja, der Ghoul wird uns definitiv bald über... Oh, warte mal. Riskieren wir das? Eigentlich... Nee. Wow, will ich da rein? Nein. Müssen wir da rein? Ja. Oh, der springt uns doch gleich an, Freunde. Ich sehe das doch. Da ist noch eins. Zünd es doch an! Ich habe echt Angst. Jetzt die Frage, wir müssen bestimmt da unten drunter durch, ne? Warum fühlt sich Ghoul eigentlich in so einem Dreckloch wohl? Jetzt weißt du, warum es denen auch nicht so psychisch gut geht. Mir würde es auch scheiße gehen, wenn ich permanent in so einem Dreckloch hausen würde. Zünd das doch an, Mädchen! Ach, Himmel, Arsch! Welches Update hat das verbrochen? Puh. Geil, bin ich ja ein Riesenfreund von. Nicht. Tut nix, macht doch. Da passiert nichts. Sie guckt es an und nichts läuft. Buh. Ja gut, dann ist das so. Dann wird es heute vermutlich auch wieder eine schwere Geburt. Ich hatte ja eigentlich gehofft, wir haben heute einen charmanten, zauberhaften Tag miteinander. Aber es könnte schwierig werden. Sie zündet einfach keine Fackeln mehr an. Mann! Gibt es hier noch eine zweite? Bis der Ghoul kommt und uns sagt, was hier Phase ist. Ich habe Angst, dass er uns dann gleich überrascht. Zünd die jetzt an, verdammt!
macht sie jetzt Aufstand mit den Fackeln? Baby, ich habe Probleme mit dem Feuer. Also, can see. Also, das tut mir sehr leid. Es sollte irgendwas, was nicht sein soll. Richtig ärgerlich. Oh, sowas mag ich ja nicht. Muss ich da jetzt rein? Ist in diesem Spiel halt auch ein bisschen hinderlich, ne? Wenn das nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und wir haben keine Fackel mehr. Ja, Wunder, oh Wunder. Mich wundert es jetzt natürlich nicht, dass wir keine einzige Fackel mehr haben. Dass wir auch noch alles an Fackeln verbraucht haben. Tja. Okiduk, dann ist das so. Ärgert mich ja. Aber gut, lassen wir uns davon nicht ärgern. Nehmen wir vielleicht... Mädchen, wo ist denn jetzt dein Problem? Voldi, warum ist da dein Problem? Warte mal. Das sind die sieben Herrscherinnen aus Urnayas Linie. Urnaya, die Verneinende, erste Herrscherin, ihren Seestern, Speer der Inseln, Takemira von den singenden Reben, Taranga, die Erbauerin, Marai, Steinherz, gesegnete Arthur mit der goldenen Hand, Tihana, die letzte Ewige. Es zeigt mir auch hier keine Tasten mehr an, also irgendwie... hat dieses Spiel ein Problem. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Lasst mich kurz mal gucken. Ja, also irgendwas ist da nicht so ganz, wie es sein soll. Das tut mir sehr, sehr leid. Lassen wir uns hoffentlich davon nicht beeinflussen. Ich tippe mal, dass es an einem Update gelegen hat. So, jetzt ist so die Frage, was genau müssen wir denn jetzt tun, um hier weiterzukommen? Also ist es irgendwas hier drinnen, denke ich. Nur was? Kann ich die bewegen? Ist natürlich jetzt auch ein bisschen blöd, wenn es mir nicht noch irgendwelche Optionen anzeigt. Aber irgendwas reinlegen kann ich hier nicht, ne? Was ist denn das? Was ist das? Kann ich damit irgendwas tun? Vielleicht? Es sieht ja fast so aus. Irgendwas reinmachen? Ich bin gerade verwirrt. Es sieht alles danach aus, als müsste ich hier jetzt irgendwas tun. Mich ärgert gerade, dass das so läuft, wie es läuft. Aber wenn ich hier zurücklaufe, da war ja nichts. Lass uns mal ausleuchten. Nö, da ist nichts. Vor allen Dingen komme ich ja, glaube ich, komme ich noch zurück. Nein, ich komme auch nicht mehr zurück. Das heißt, ich hänge hier gefangen und habe dadurch, dass irgendwie ein Gamebug vorhanden ist, noch nicht mal mehr eine Anzeige, womit ich interagieren kann. Ich könnte natürlich jetzt probieren, ob wir das hier irgendwie einsetzen können. Irgendwo. Aber sie hat doch jetzt vorgeholt, oder? Ich sehe es auch nicht. Hat sie es nicht normalerweise in der Hand? Wer hatte dieses Update verbrochen? Und warum sieht das so aus, wie es aussieht? Oh Mann, das ärgert mich ja. Was ist denn da jetzt schon wieder kaputt? Liegt hier doch irgendwas Spannendes rum? Irgendwas, was ich irgendwie in irgendeiner Form benutzen kann? Oh, doch hier, vielleicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Zack, Streichhölzer. Wollen wir es nochmal mit den Streichhölzern probieren? Da war doch irgendein Geräusch. Aber wenn sie die jetzt wieder nicht anzündet... Mach das doch! Wo ist jetzt dein Problem? Verschwende es doch nicht! Ach nö! Ich hasse Gamebugs. Alter, what is happening? Tja, my lovely ones, irgendwo ist dein Problem begraben. Ich glaube, ich starte komplett alles nochmal von vorne.
So, Ladies and Gentlemen, Versuch Nummer 3. Also die Wiedergeburt ist heute unsere eigene persönliche, tatsächlich real gewordene, schwierige Geburt. Hier waren einige Sachen irgendwie ein wenig seltsam. Ich habe jetzt mein komplettes System nochmal neu gestartet. Ich hoffe ja, dass wir jetzt weiterspielen können. Ansonsten müssen wir leider bis zum nächsten Update warten, weil, ihr habt ja gesehen, uns fehlen insbesondere Interaktionspunkte. Gucken wir mal. Tasi Trianon, hochschwanger, Text weg und weiter geht's. Also meine Lieben, herzlich willkommen zurück. Ich hoffe ja, dass wir weiterspielen können. Das Problem an der ganzen Geschichte, uns fehlen einfach Interaktionspunkte. Ich weiß noch nicht, ob wir es weiterspielen können. Oh, irgendwas ist hier echt richtig, richtig, richtig komisch. Ich hasse Updates. Habe ich das schon mal gesagt, dass ich die abgrundtief hasse über alles? So. I'm not sure about this little... Ah ja, an diesem Punkt sind wir. Us this way. I just hope there's another way back to the portal through here. Lass es bitte jetzt funktionieren. Ich kann ums Verrecken das nicht interagieren. Oh, Leute. Mann. Wir haben normalerweise in der Mitte ja auch einen Punkt gehabt. Der ist komplett weg. Er ist einfach komplett weg. Ich probiere es jetzt nochmal, ob wir irgendwie weiterkommen. Aber sie kriegt ja noch nicht mal die Flammen aktiviert großartig. Ich hasse Updates. Haben sie sich gedacht, okay, was für Cyberbank, die Bank, wer kennt sie nicht? Gute Werbung und Publicity ist, könnte man doch einfach bei Deja auch ein bisschen ausprobieren, um das Game nochmal, ich weiß auch nicht, ein bisschen hoch zu pushen. Ja, da kommt Freude auf. Läuft sie jetzt nicht mal mehr durch? Doch, tut sie. Ich würde vielleicht gleich noch ein bisschen weiterlaufen, weil wir haben ja schon gesehen, hier war jetzt nicht ganz so viel. Aber irgendwo war noch einmal Lampenöl, ne? Was wir jetzt nicht gesehen haben. Lauf doch durch! Wo ist dein Problem? Mann! Ah. Weißt du, da willst du ganz entspannt einfach nur vor dich hin zocken und... Dann ist alles ein gefühlt einziges Problem. War ich hier schon? Ah, ja, ja, doch. Hier ist das Ghoul-Loch. Ich würde vielleicht jetzt noch mal schnell runterlaufen. So, da sind wir. Laufen wir rein. Machen wir uns vielleicht jetzt noch mal Licht. Vielleicht klappt das jetzt. Nein, nicht damit. Sondern damit. Weil es fehlt einfach dieser Interaktionspunkt in der Mitte. Der ist weg, quasi. Und das heißt, ich weiß auch nicht, womit wir am nächsten jetzt weitermachen können. Das tut mir richtig leid, my lovely ones. Heißt aber auch übersetzt... Oh, doch, hier war irgendwas. Nur was? Das ist so ein bisschen blind rumstochern. Dass es zum einen sehr, sehr anstrengend für uns alle ist. Irgendwo hat sie doch was festgehalten, oder? Oh, ich hasse sowas. Ohne Witz, ne? Doch, hier war was. Aber gab es im Menü irgendeine Funktion, dass sie jetzt ausgeschaltet ist? Nee, jetzt nicht, Baby. Du siehst, wir haben dezente Probleme. Aber es ist jetzt dauerhaft offen? Ja, geil wird's, wenn der Ghoul dazu kommt. Weil wir können halt keine Lampen mehr anmachen. That's our problem. Mach es doch an. Mach doch diese blöde Lampe jetzt an, Mann. Oh, du kannst nicht an jeder Lampe... Mach sie an! Friends, es ist gerade richtig anstrengend, ne? So macht das keinen Spaß. Ah! Was? Es schläft im Stehen? Und jetzt? Heißt das, soll ich langsam vorbei?
Siehst du, siehst ja auch da unten an der Schrift, dass da irgendwas nicht so ganz richtig ist. Ich kann keine Lampe anmachen, gar nichts. Der rennt uns doch eh gleich hinterher. Süß, wenn es schläft. Ist das hier richtig? Hier ist doch nur eine Sackgasse, oder? Laufen wir jetzt einmal im Kreis? Tun wir. Es sieht so ein bisschen pornös aus. Ich will gar nicht wissen, was er da tut. Aber was sollen wir denn jetzt noch machen? Ah, da hinten geht's weiter. Aber der folgt uns doch bestimmt gleich. Ist unsere Lampe jetzt leer? So, einmal Lampenöl haben wir noch. Wir haben dadurch logischerweise auch überhaupt nichts einsammeln können jetzt. Vielleicht ist das ja in dem nächsten Map-Teil ein bisschen besser. Ich habe ja Hoffnung. Ich weiß nicht, ob es hier weitergeht. Mir fehlt einfach die möglichen Interaktionspunkte. Ich weiß, was ich damit tun soll. Das ist mein Problem. Scheiße. Kann ich mit der Tür was tun? Und wenn ja, was? Ich sehe nichts. Und jetzt? Was mache ich jetzt? Das Ghoul-Land. Wir haben es entdeckt. Darf ich wieder zurück? Weil da kann ich ja nicht durch. Oder soll ich da durch? Willst du mir erzählen, ich soll da durch? Shit. Aber warum werde ich selbst zum Monster? Ich werde selbst zum Ghoul? Also ich könnte hier vielleicht doch mal eine platzieren. Das wäre toll. Geil. Und das hat zur Abwechslung auch mal geklappt. Kommt bitte noch eins. Yes. So. Das war ja schon mal gar nicht so schlecht. Sollten wir die Tür wieder zumachen? Kann ich die wieder zumachen? Nein, das sieht nicht so aus. Doch, aber da ist doch ein Verschluss. Dafür bräuchtest du auf jeden Fall irgendwelche Interaktionspunkte. Die wir leider nicht haben. Ich will mich gerade... Was? Ach so, Linda, das ist deine Angst. Ich habe gelesen, wenn es stirbt. Ich sterbe gleich. Ich weiß, dass wir eigentlich schon relativ weit sein müssten. Woher weiß ich das? Weil das mir mein Gefühl sagt. So. Also ja, ich weiß es nicht, ich vermute es. Heißt das übersetzt. Ah, scheiße. Sollte es irgendjemand von den Entwicklern sehen? Bitte, Hilfe! Das läuft so nicht. Aber wo ist denn jetzt der richtige Weg? Oh! Da lang! Ah! Können wir hier lang vielleicht? Müssen wir bei denen vorbei? Das ist eine Prüfung, oder? Es läuft uns jetzt hinterher. Aber da kann ich doch nicht vorbei. Kann ich die Tür zumachen? Schon mal gut. Kann ich den hier wegbewegen? Ich weiß ja nicht, was meine Möglichkeiten jetzt sind in diesem Spiel. Gut, der ist im Weg. Ich glaube, wir können hier auch nicht vorbei. Haben wir... Nö, wir haben bald gar nichts mehr an Licht. Okay, dann lass uns mal ein bisschen umgucken. Vielleicht finden wir noch was. Das ist ja so ein bisschen im Kreis jetzt gelaufen, ne? Steht er jetzt nicht hier um die Ecke? Weiß ich nicht. Doch, hier um diese Ecke, ne?
So, wir haben auch kein Lampenöl mehr. Das heißt, wir sehen jetzt wirklich eigentlich irgendwie gar nichts mehr. Ja, ich kann es nicht ändern. Wir können ja nichts machen. Ich finde es auch schade, dass wir jetzt mit dem Verlies. Ist ein richtig harter Waffengegner. Hast du recht. Ich versuche ja mein Bestes. So ist das Spiel, den mitmachen möge. Okay, hat das jetzt gespeichert? Muss ich da jetzt runterspringen? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Also wäre ja jetzt der Versuch. Ah, warte mal, warte. Können wir da jetzt lang? Nein, es hängt hier immer noch. Er ist aber auch immer noch da. Wir laufen jetzt einfach hier mal vorbei. Schlechte Idee! Was hätte ich sonst für die Möglichkeit gehabt, ne? Ah! Und jetzt? Es sind doch wieder mehrere, ne? War das gut? War das schlecht? Ich weiß es nicht. War doch noch einer. Kann ich da hoch? Ah, es hat mich. Kann ich nicht? Muss ich nicht? Oder ich laufe an ihm einfach schnell vorbei. Wo war denn da die Stelle? Das war sie nicht. Das weiß ich. Lass mich in Ruhe. Ich laufe in die falsche Richtung. Das weiß ich. Geh doch weg. Ah, das sieht nicht gut aus. Geh, lass mich in Ruhe. Ah, scheiße. Wo lang jetzt? Wo lang? Er steht einfach voll im Weg. Du bist im Weg. Renn. Lass mich los. Lass mich. Nicht gut. Gar nicht gut. Da war ein Käfer. Aber in was? Meint sie in einen Ghoul? Und war das jetzt gut? Oder war das schlecht? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Geht's dir noch gut? We're safe. We'll be okay. Ich habe auch den Eindruck, dass der Text irgendwie ganz anders rauskommt. Ist das jetzt die Tür? Stehe ich da nochmal an der gleichen Stelle? Ist er jetzt noch drin? Nö, wir können jetzt durch. Gut, können wir die dann zumachen? Also, ich probiere das jetzt alles ein bisschen blind zu machen, was ein bisschen ärgerlich ist, aber gut. Okay, dann versuchen wir uns jetzt hier mal weiter durchzukämpfen, im doppelten Sinne des Wortes.